Ziehen wir zuerst das hier rein, wie die Bild geht und hetzt. Ich war auch heute tatsächlich auf Bild. Warte mal. Ich war gestern auf der Bild-Zeitung. Und zwar, ich war irgendwie auf der Bild-Zeitung. Warte mal, wo kann ich auf die Bild-Seite gehen? Ah, das geht bestimmt erst wieder nicht wegen meinem Adblocker. Und zwar. Ja, perfekt, Digga. Die Bild-Seite sieht einfach so aus mit der Adblock-Wall. Holy shit, Mann. Jedenfalls hat die Bild ein Bild von mir benutzt, wo ich drauf bin, wie viel Geld man mit YouTube verdient. Interessant, in dem Kontext. Yo Gang, was geht ab? Jonas hier am Start für euch. Ich bin wirklich fassungslos. Miss Julian, die Bild Kuss, hat uns Dankeschön. In einem Artikel erwähnt. Maschallah. 16 Orchester, Gender Gaga, Schlagseite nach links. Gender Gaga, dieses Wort. Angeblich alles unverzichtbar bei ARD und ZDF. Sheesh. Ist geschrieben vom Chefreporter dieser Zeitung. Und der findet uns gar nicht so cool. Tatsächlich hat Peter Puls bis an die Schädelplatte. Oh, scheiße. Oh, yikes. We got some beef in the house, Chad. Get your fork out. Two, four, yes! Ganz kurz, bevor es losgeht, zum Sponsor des heutigen Videos, das ist mal wieder Blinkist. Blinkist ist eine App mit Zusammenfassungen von Sachbüchern. Man braucht so 10 bis 15 Minuten pro Zusammenfassung. Die gibt es entweder als Text oder sogar als Hörbuch. Okay, kaufe ich. Und es wäre auf jeden Fall schnelles Jahresabo. Okay, kaufe ich. Was auch abgedruckt wurde, sagt im Groben und Ganzen, Gender Gaga, die Öffis haben eine derbe Schlagseite nach links. Die Gender Gaga, die Öffis, moino. Jetzt wird der Rundfunkbeitrag erhöht, what the f***. Kurz ein verwirrender, polemischer Rant mit ganz seltsamen Verdrehungen. Ein Beispiel wäre, knapp 90% der ARD-Volontäre, Journalisten-Azubis, würden Rot-Grün-Rot wählen. Umfrage. Die meisten ARD-Anstalten senden genau mit dieser Schlagseite. Hier gibt es so viel zu entpacken. What the fuck? Erstmal zu der Bildbeitrag. Kiel hat ihn gerade rausgesucht. Kili, kann ich dir vertrauen, Bro? Da, tatsächlich. Das macht gar keinen Sinn. Also, es ist schön, dass sie das Geld, dass sie das Bild benutzt haben. Aber das ist einfach das Bild von Utopia. Wieso haben sie das da benutzt? Warum ist das da drin? Hä? Ich verstehe das. Also, ich finde das cool. Der Weg zum erfolgreichen YouTuber. Warum sind denn die anderen vier da mit drauf? Und nicht nur ich? Nein, Spaß. Alles gut. Umfrage, die hat natürlich richtig heftig Welle gemacht, als sie Ende letzten Jahres erschienen ist. Für einige beweist die Studie, guckt, wie heftig links ARD und ZDF sind. Das Problem ist, naja, die Studie war eigentlich gar keine richtige Studie und so sauber ausgeführt auch jetzt nicht wirklich. Dazu gibt es diesen ausführlichen Artikel bei Übermedien. Ich zitiere, schaut man sich die Sache an, fällt auf, dass von den 150 VolontärInnen der ARD lediglich 86 an der Umfrage teilgenommen haben. Nun gut. Rund 57%. Dabei antworteten auf die Wahlfrage sogar nur 77 der 86 TeilnehmerInnen. Ja, gut, während der Saarländische Rundfunk und das ZDF gar nicht mit drin sind, da sie zum Zeitpunkt der Umfrage keinen Volo-Jahrgang gehabt hätten. Das, ja. Wait, die Umfrage ist also gar nicht repräsentativ und wird völlig aus dem Zusammenhang gerissen, aber 90%... Vor allen Dingen ist es doch bei Volontären, die, sag ich mal, relativ... ist es nicht so, dass Leute, die jung sind, größtenteils relativ linksorientiert progressiv wählen, also nicht verallgemeinert, aber... Zumindest ist es in meiner Bubble so. Prozent klingt doch so geil und 90% von 57% von einer der Rundfunkanstalten halt nicht so. Aber zurück zum Artikel. Da steht dann ja auch noch, die meisten ARD-Anstalten senden genau mit dieser Schlagseite. Ganz schön geschickt gemacht, den fehlerhaften, unzureichenden Beleg für die mutmaßliche politische Schlagseite der Azubis zu nutzen, um das mal kurz sprachlich indirekt auf den ganzen Sender zu beziehen. Sass. Denn wenige wissen's, die Azubis bestimmen bei der ARD, wo der Hase langläuft. Also da wird immer ganz oben in der Chefetage, werden immer alle Volos zusammengerufen und dann fragen die, hey, was ist denn eure politische Ausrichtung? Wen sollen wir denn zu den Talkshows einladen? Ja, es stimmt. Worüber soll...
Amorous. Das mal nur als Beispiel, wie der Artikel so geschrieben ist. Zur Diskussion rund um die Verschlankung der Öffentlich-Rechtlichen und die Rundfunkgebühren und wie hoch die sein sollten, etc., etc., was gesendet werden sollte, dazu will ich hier gar nicht so viel sagen. 16 Orchester braucht man wahrscheinlich halt echt nicht. Aber so eine Debatte würden wir eher auf unserem Nebenkanal Simply führen. Bis dahin kann ich euch dieses Video von Kurzgesagt zu den Öffentlich-Rechtlichen empfehlen. Okay. Aber jetzt zu uns. YouTube-Kanäle wie Simplicissimus bringen Agitprop-Dokus. Was ist denn Agitprop? Wie das US-Militär dich manipuliert. Warte, 92, und das junge Volk. Kuss. Hoi, hoi, hoi. Agitprop musste ich erstmal googeln. Ideologisch propagandistische Arbeit mit dem Ziel, die Massen zur Entwicklung des revolutionären Bewusstseins zu führen und zur aktiven Teilnahme am Klassenkampf zu veranlassen. Ganz genau. Simplicissimus ist tatsächlich K-Comrade, ja, ganz wichtig, Alter. Also an der Stelle mal ganz, ganz weird, Comrade, ja. Das ist tatsächlich Kakalinke. Okay, Comrade. Keine Ahnung, Kaka, was Linke. Peter uns jetzt hier genau unterstellen will. Dass aber ihr seid tatsächlich linksrevolutionäre Versager, so wie Marxisten Rumatra. Wir kommunistische Propaganda machen oder dass wir aktiv zum Klassenkampf aufrufen. Das Lustige ist ja, dass er das aus einem über Monate recherchierten, mit Primärquellen belegtem Beitrag über US-Militärpropaganda herleitet. Ihr sagt, dass das US-Militär über manche Hollywood-Filme Propaganda verbreitet, was stimmt, das zu sagen, ist Propaganda. Ja. Ich meine, what? Digga? So eine wüste Anschuldigung auf der Basis des Titels unseres Videos, ohne Bitte um Stellungnahme, ohne Beweise und eben gegen einen Beitrag gerichtet, der literally auf der Basis von Dokumenten des Pentagons entstanden ist. Ah, aber so sind wir halt. Stimmungsmacher fürs junge Volk. Ist schon ein geiles Gefühl, wenn man das erste Mal vom Springer Verlag den... Sagt der linke YouTube-Milliardär. Ich kann doch gar nicht Milliardär sein, wenn ich links bin. Wie soll denn das gehen? Ich kann doch gar nicht als Kommunist viel Geld haben. Denk doch mal nach, hä? ...finanziert wird und dann gleich vom Chefredakteur. Naja, die Moral der Geschichte ist, wir sind im Prinzip Kommunisten, die das junge deutsche Volk verderben wollen. Bei der Bild wird gewissenhaft recherchiert und alle Mitarbeiter dort sind tolle Journalisten. Dann haben wir besonders das. Die in hohen Positionen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut nach links und rechts, aber vor allem nach ganz links, wenn ihr über die Straße geht. Habt einen richtig nicen Tag oder Abend. Hammer und Sichel, Bild vermeiden, vermeidet Puls bis an die Schädelplatte. Mhm. Wir rufen hiermit auf zum Klassenkampf. Feiert gut und Case closed. Top Video. My hair grown out, but I'm still the same kid.